So, Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Das letzte Mal haben wir Sachen gemacht. Wir haben unter anderem dieser Person in den Kopf abgeschossen, weil er sehr, sehr arg gelitten hat. Und wir haben unter anderem einen Schlüssel geholt für ein Kommandodeck oder irgendwas in der Richtung. Oh, ich sehe da hinten gerade noch was. Oh, ein Halbleitergold. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Hätte ich jetzt mal volle Kanne verpasst. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal erstmal hier weiter. Oder war hier in der Nähe vielleicht ein Shop? Nee, hier ist der Aufzug. Nee, dann warten wir beim nächsten Shop weiter. Gut, dann gehen wir hier durch. Okay. Dann muss ich mir mal eben hier den Chinesekram dazu zu machen. Geht doch. Okay. Scheiß Skillshots, ne? So. Aha. Okay, besorg ich's, Mann. Wo ist der? Da. Okay. Das waren offensichtlich noch nicht alle. Oh, getroffen. Gut, das war ja leicht. Vergleichsweise zumindest. Ja. Los, komm schon. Heute noch. Darf ich jetzt raus? Isaac? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Ich kann dir helfen. Komm mit mir. Ja, geil. So, also Isaac ist schon mal nicht mehr ganz klar in der Birne. Okay. Ich schau mal kurz, aber so langsam dürften wir eigentlich genug Muni haben. Ich habe sogar, was? Ich habe sogar einen Halbleiter Rubin eingesammelt. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, das gibt Kohle. Cool, cool, cool. Und sehr viele Medipacks. Oh, das finde ich nice. Nice. Huch, das wollte ich nicht. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Was wird das? Das machen wir nicht, Freundchen. Beeilst du dich mal bitte? Lampe! Wow, Gott! Alter! Mann! Hilfe! Noch einer. Was? Ich hab keine Munde mehr.
Weg, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Ja. Ich will die Items haben, die da liegen. Aber ich kann auch hier mit der Chinese. Das will ich nicht. Ich will nicht. Ja, gut. Alle Items for me. Gibt's hier noch irgendwas itemmäßig? Aha. Gut, dass ich nachgesehen habe. Nom. Das wird sich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ziehen. Oh, ich will die Körper haben. Oh, oder so. Okay, das war's. So, alles schön entsorgt. Dann geht's nach da jetzt wahrscheinlich. Hallo? Da oben liegt was Wichtiges. Da liegt auch was Wichtiges. Oh. Dankeschön. Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Oh, du machst ja wirklich viel Hoffnungen. Ein Schema, Anzug Level 4. Okay. Der wird auch sündhaft teuer sein. Scheiße. Und das Problem ist jetzt, ich könnte eigentlich ein bisschen Munition vertragen und einen neuen Anzug. Das ist jetzt aber doof. So. Fräulein. Da liegt ja auch noch was. Okay. Jetzt müssen wir da wieder zurück. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass jetzt wieder 1000 Viecher ankommen. Wieso wusste ich das jetzt? Och nö. Schrei nicht so. Mann. So, da ist noch ein Vieh. Oh Mann. Ganz ehrlich. Du kleiner mieser Kackspecht. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Deine Mutter hat Sicherheitsausrüstung. Sicherheitsausrüstung. So. Gucken wir mal. Wir saven jetzt nochmal ab. Und ich bin so ein Vollidiot. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhrzeit geschaut. Ich bin... Der letzte Part ist übrigens 24 Minuten lang. Das heißt, ich habe ein bisschen zu lang aufgenommen. Ganz so gut abschätzen kann ich das scheinbar doch nicht immer. Hallo.
Hm. Oh, fuck. Oh. Jetzt habe ich mich echt mal voll erschrocken, du Arschkeks. Kacke. Ich habe auch gerade aus Reflex gerade ein Medipack benutzt. Na gut, wir haben so viele, ganz ehrlich. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schiff unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Okay. Machen wir doch glatt. Ach ja, jetzt kann ich zu C, scheinbar. So. Okay. Habe ich jetzt eigentlich wieder genug Munition einigermaßen? Oh Gott, ich habe eine einzige Plasma-Energie, okay. Ich muss dringend einkaufen gehen. Muss ich hier überhaupt lang? Ja, ich muss hier lang. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich gehe jetzt erst nochmal zurück. Nach ganz oben zu dem Shop. Und werde da mal eben die beiden Halbleiter verkaufen. Und Munition kaufen. Ich brauche die Munition wirklich dringend. Der Plasmakater ist einfach sehr viel besser als die Strahlenkanone. Die Strahlenkanone macht nur mehr Wumms. Das ist halt... Dafür habe ich halt nicht ganz so viel Munition mit der. Deswegen muss ich sparsam sein. Ah ja, okay. Hallo. Guten Tag, die Damen und Herren. Gehen wir mal einkaufen, okay. Eieiei. Neues Objekt, Anzug Level 4. Das heißt, ich habe den Anzug Level 3 voll. Der kostet 35.000. Uiuiui. Inventar. Hier. Wow, okay, der Rubin, der gibt sogar nur 10.000. Ich dachte, der gibt viel mehr. Ich dachte, dass das Gold schon 10.000 gibt. Na gut, dann kaufe ich jetzt trotzdem ein bisschen Plasma. So, okay. Das müsste reichen erstmal. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, das ist doch ein bisschen. Damit können wir was anfangen. Oh, ich habe noch was zum Verkaufen, sehe ich gerade. So. Inventar. Das Stasepack brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Oder obwohl, ich lasse es mal drin. Ich lasse es mal... So, aber ich kann mal eben 2 Medipacks verkaufen, weil ich habe so viele Medipacks, die benutze ich eh nicht alle. So. Impulsprojektile können weg. Und Energiekanone kann auch weg. So. Okidoki, Loki. So. So, 100 CC. Und dann schauen wir mal. Ich möchte zu C. Vitamin C. Okay. Hier muss ich jetzt, glaube ich, ziemlich vorsichtig sein. Ich höre sie ja jetzt schon, oh Gott. Geh weg. Hab ich euch. Muss ich hier lang? Tatsächlich muss ich hier nicht lang. Oh, hallo. What the fuck?
So, Freundchen. Der hat die Leiche hier einfach rumgeschmissen. Das geht ja mal voll und gar nicht, ne? Und so. Okay. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Na egal. Ich habe die Munition dafür wieder bekommen. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hier ist ein Aufzug, da muss ich aber überall noch nicht hin. Das ist wohl alles eher optional hier. Ich sehe mich trotzdem schon mal. Ah, hier ist eine Werkbank, okay. Ich habe aber bloß einen Energieknoten, glaube ich. Deswegen nützt mir die noch momentan damit nicht so viel. Ah, ich habe zwei. Cool. Dann kann ich ja eigentlich mal eben... Warte. Okay. Ausrüsten. So. Gucken wir mal. Die Rig. Kinese. Stase. Plasma-Cutter. Strahlenkanone. Ich könnte die Kapazität nochmal erhöhen. Oder könnte... Bei der Rig, da komme ich... Nee, da brauche ich wieder 3 Punkte für Trefferpunkte. Dann werde ich jetzt mal... Nachladen. Damit wir nachladen... Sekunden erhöht, okay. Strahlenkanone, was ist da? Da kann ich halt direkt die Kapazität nochmal erhöhen. So verkehrt wäre das vielleicht gar nicht. Allerdings nutze ich die... Ich nehme beim Plasma-Cutter jetzt erstmal hier. Zack, so. Schaden ist wichtig. Mieser Bastard. Das ist echt fies gesetzt, das Event. Ganz ehrlich. So. Ich gehe jetzt nochmal hier lang, weil hier ist auch nochmal ein bisschen Zeug. Ein Audio-Log. Na, warte mal. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Aua! Da hat sich gerade die Gliedmaßen abgetrennt. Wie viele Credits habe ich denn jetzt inzwischen gesammelt? Oh, 21.000. Gut, aber der Anzug, der kostet noch eine Stange mehr Geld. Ich kann mir leider noch nicht leisten. Das ist doof. Gut, dann hauen wir ab. Wo muss ich lang? Hier rein. Ja, okay. Ah, hier ist eine Batterie. Ah. Okay. Also muss ich mir die Batterie von da hinten holen. Ja. Na gut. Dann war das doch nicht ganz so optional, ne? Na gut. Ich sehe es doch jetzt schon kommen, dass da 1000 Viecher wieder angeklatscht kommen. Oh, aber ich könnte mal eben hier speichern. Das wäre doch mal gar nicht mal so doof, ne? Weil ich habe auch so das Gefühl gerade, dass wir schon fast über 20 Minuten aufgenommen haben, oder? Ich
Tja, wenn ich jetzt die Uhrzeit gehabt hätte vor dem Aufnahmebeginn. Ich gehe mal jetzt schon fast von aus, aber ich würde mal sagen, ich tue jetzt erst nochmal schnell die Batterie da hinten hin. So viel Zeit muss nämlich sein. Ich wusste, dass da welche kommen. Ich wusste es einfach. Gut, dann räumen wir jetzt erstmal kurz mit dem Plasma-Cutter auf. Oder war es das schon? Das war es scheinbar schon. Na gut. Oh, eine Kiste. Kiste. Credits, super. Oh, meine Fräsen, ey. So. Klonk, 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 klonk. So. Zack. Wunderbärchen. Was sind denn Eiterbolzen? Ah, dich wollte ich jetzt nicht haben. Was sind denn den Eiterbolzen? Hallo Eiterbolzen. Bevor es mir passiert, da drauf zu schießen, mache ich niemanden gleich kaputt. So. Gut, dann würde ich mal sagen, ich save jetzt hier ab. Und beim nächsten Mal heißt es dann, dass wir diesen Aufzug da unten benutzen werden, der sehr ominös aussieht. Was mich auch ein bisschen beunruhigt hat, ist, dass wir gesagt bekommen haben, dass wir da hingehen müssen, aber dann halt keine Batterie da war. Das heißt, man muss einen optionalen Weg gehen, um an einen Gegenstand zu kommen, der den richtigen Weg bahnt. Weißt du? Ihr wisst, was ich meine. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war Dead Space für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, bitte gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt Dead Space, werden wir zum Aufzug gehen und da viel Spaß unten haben werden. So ziemlich. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.